Hallo Freunde, ich bin gerade bei meinen Eltern in Polen und wenn ich hier bin, gibt es auch ein kleines Ritual von mir. Ich gehe immer einen Secondhand-Laden besuchen, denn ich finde, bei uns in Deutschland gibt es die nicht so, wie ich die hier kenne. Und ja, ich sehe, wie ich aussehe. Bin auch ziemlich nass geworden, es ist was passiert, seht ihr aber am Ende. Und ich mag gerne Secondhand kaufen. Ich verkaufe auch selber meine Sachen. Es ist super nachhaltig. Man muss sich immer nur alles neu kaufen. Und ich freue mich auch, meine Klamotten zu verkaufen. Denn ja, es ist viel zu schade, die ständig irgendwie wegzuschmeißen, abzugeben und jemandem anderen damit glücklich machen. Macht doch umso mehr Spaß. Ja, also ich zeige euch jetzt meine Outfits, die ich hier geshoppt habe. Sind ja nur ein paar Teile, aber ich zeige euch auch den Laden, den ich hier richtig, richtig gerne mag. Und da sind wir, ich sage jetzt wir, denn es waren Mädels aus dem Gymnasium, wo wir dann immer hingegangen sind, mal nach der Schule oder vor der Schule teilweise, wenn frische Ware da angekommen ist und haben uns einfach durchgestöbert. Das waren noch ganz andere Zeiten, also auch ganz andere Preise und irgendwie ist es halt so sentimental für mich, wenn ich da bin, weil es waren einfach nur mal coole Zeiten mit den Mädels von der Schule, um mal auch dahin zu gehen. Ja, also viel Spaß. Mogamovic Dash. So, ihr Lieben, das ist ein. Au! Das ist ein, ich glaube, Herrenhemd. Anscheinend Yves Saint Laurent, aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich habe es einfach nur genommen, weil es halt eine wunderschöne Farbe hat. Und ja. Jetzt noch mal Hemdkragen rausnehmen. Mein Assistent hat noch nicht so viel Erfahrung. Noch Fashion. Ja, also das nächste Outfit kommt. Ja, bei speziellen Effekten. Ja, mit speziellen Effekten. Hier haben wir das nächste Teil, eine meiner Meinung nach sehr schöne Bluse. Wir haben jetzt auch sehr, sehr warm und die fühlt sich super angenehm an. Also ist wirklich sehr leicht, fühlt sich so seidig an. Die hat leider kein Etikett. Ich bin auch nicht so der Stoffexperte, aber die könnte Seide sein. Und ja, ist sehr schön luftig. Ich drehe mich einmal und ich stelle die mir auch noch schöner vor mit etwas helleren Unterteil. Genau. Da habe ich lange überlegt, eine weiße Bluse dazu und eine schwarze. Die glitzern richtig schön. Pokazuję, jak ładnie błyszczą. Tu nie widać. Ja, eine lange Bluse. Passt schon. Może tutaj trochę na słońcu. Wir suchen jetzt das perfekte Licht, um es euch zu zeigen. Widać, że błyszczą. Dobra. Przestań. Ja, Freunde, das war's. Ich empfehle euch, bei Vinted vorbeizuschauen. Ihr könnt auch sehr gerne mein Profil besuchen oder ihr könnt ja auch mal bei eBay immer schauen. Aber ihr seid ja ganz schlaue Fuchse und wisst, wo ihr eigentlich immer gut shoppen könnt. Nachhaltig, macht einfach Spaß und ja, ich danke euch für eure Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal.